Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Ja, ich durfte diese Typen jetzt nochmal platt machen. Was uns daran aber nicht weiter hindern sollte, ein bisschen Moped zu fahren. Also, auf in den Krampf. Anaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. So. Und Moped fahren ist ja mal das, was ich überhaupt nicht kann. Was ist mit meiner Kamera los? So. Oh! Ja, man sieht's schon. Hier, Baby, mach das normal! Hallo? Ich sollte mal aufhören, die Maus zu bewegen. Wäre vielleicht von Vorteil. Wie schießt man denn eigentlich hier nochmal? Gut, hätten wir das auch schon geklärt. Alter! Holla die Waldfee. Ah, gut. Mit der Taste H geht's auch. Ich muss mich hier jetzt erst mal so ein bisschen reinarbeiten wieder. Ja, ich weiß. Mit G angesehen schon klar. Ach so. Fick dich! Eieieiei. Halt die Schnauze, sag ich dir. Mann, ist doch nicht mehr normal hier. Guten Tag. Ui. Tschüss. Oh! Kacke! Fange ich jetzt wieder von vorne an oder was? Na klasse, ey. Ach, ist das schön. Hier, Baby, mach das normal. Ja, ja. Nee, ich fahre hier unten lang. Ich frage mich eigentlich, ob diese Söldner nichts Besseres zu tun haben, als die liebe Anaya zu verfolgen, geschweige denn, unsere liebe Lara zu nerven. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Oh, Alter, geh mir aus dem Weg, sag ich dir. Ziel in Reichweite. Ja, ja. Oh, hau ab, sag ich dir. Oh. Weil Motorradfahren in Tomb Raider, geschweige denn allgemein jetzt Kraftfahrzeugfahren in Tomb Raider, ist so ein bisschen so eine Sache für sich. Boah, Alter! Seid ihr bescheuert oder was? Mann! Oh, nee. Nein, ich fahre da nicht diesmal wieder dagegen. Das könnt ihr vergessen, Freunde. Tschüss. Na! Eieiei. Beeil dich, Lara. Anaya sagt, sie kommen näher. Ja,
Nein, diesmal nicht. So, da bin ich wieder. Mach dich vielleicht kalt, mein Freund. Penner. Ja, nee, ist klar, Mann. Macht ab, sag ich dir. Sie haben die Brücke gesprengt. Gib sie, Lara. Ach, Scheiße. Mann. Geht doch! Alles klar! Mann! Schieß endlich! Oh, Junge! Mann, seid ihr bekloppt oder was? Alter! Alles klar! Also jetzt gehen mir diese Typen aber langsam echt auf den Sack hier. Ganz ehrlich. Töte die Schaffe! Ich töte dich gleich, mein... Hallo! Schön für dich. Ich bin froh, wenn der Scheiß hier rum ist, ey. Ganz ehrlich. Halt Maul! Ja, komm, bring dich um. Alter. Och, ist das schön, ey. Alles klar. Ich hab darauf gleich keinen Bock mehr, Freunde, ganz ehrlich. Wir sind nah genug dran. Er schießt sie. Ja, ja. Reichweite! Als Maul! Ja, ja. So, seid ihr noch alle da? Alles klar, ich habe noch 5 Minuten zum Aufnehmen. Jetzt habe ich eigentlich mal Zeit, auf die Uhr zu gucken.
Vorsicht! Was jetzt? Wie kommst du jetzt zu ihr? Gib sie, Lara! Zwei LKW! Mann, pass auf! Alter, ich muss mich hier auch mal ein bisschen konzentrieren, also halt die Fresse! So! Die hätten wir schon mal erledigt. Es hat sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara! Komm runter, du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Ja, ist es. Was sagt denn das Zeiteisen? Kein Licht mehr. So. Ich mache mal auf einen neuen Spielstand. Hoffe, du hast Fackeln dabei. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.